Ich komme zum Tagesordnungspunkt 2 und rufe die Fragestunde auf. Nun können mündliche Anfragen an den Senat gerichtet werden. Die Fragen müssen ohne Begründung kurz gefasst und von allgemeinem Interesse sein, sowie eine kurze Beantwortung ermöglichen. Sie dürfen nicht in Unterfragen gegliedert sein, ansonsten werde ich die Fragen zurückweisen. Zuerst erfolgen die Wortmeldungen in einer Runde nach der Stärke der Fraktionen mit je einer Fragestellung. Nach der Beantwortung steht mindestens eine Zusatzfrage dem anfragenden Mitglied zu und eine weitere Zusatzfrage kann von einem anderen Mitglied des Hauses gestellt werden. Und in der Fragerunde beginnt für die CDU-Fraktion die Kollegin Kalatbari. Bitte schön. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin. Ich frage den Senat. Treffen mediale Berichte zu, dass die Senatsverwaltung für Bildung per Rundschreiben erstmals seit Jahrzehnten allen Schulen die Erlaubnis erteilt hat, bei extremem Lehrkräftemangel bei den Pflichtstunden zu kürzen? Frau Senatorin Günther Wünsch, bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Abgeordnete, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir die Berichterstattung der letzten Tage ein wenig einordnen kann. Zum einen möchte ich erwähnen, dass es sich um kein Rundschreiben an alle Schulleitungen handelt, sondern tatsächlich um eine Handreichung, die an die Schulaufsichten gegangen ist, um tatsächlich mit den Themen des Lehrkräftemangels umzugehen. Dies ist bereits am 7. Juli zum Ende des letzten Schuljahres an die Außenstellen gegangen. Und es macht ja eins deutlich. Unsere Schulen, das wissen Sie alle, sind aktuell auch nicht auf Rosen gebettet. Meine erste Mitteilung, die ich nach Amtsübernahme machen musste, war, dass dem Land Berlin knapp 1.500 Lehrkräfte fehlen bei gleichzeitig steigendem Schulplatzbedarf. Das macht deutlich, dass wir dort handeln müssen. Mit der Handreichung möchten wir und haben wir diese Tatsache anerkannt und haben einen Instrumentenkasten ausgegeben, der es möglich macht, individuell an den Schulstandorten zu reagieren. Es sind eine Reihe von Maßnahmen darin aufgelistet. Eine der Maßnahmen ist, dass Schulen in Rücksprache mit der zuständigen Schulaufsicht temporär und maßvoll die Stundentafel reduzieren können. Das ist aber, wie gesagt, nur eine. Denn eins muss uns klar sein, das, was wir heutzutage, was wir jetzt in unseren Berliner Schulen vorfinden, das ist ein über Jahre gewachsenes strukturelles Problem. Und es wird auch nicht diese eine Maßnahme geben, die dieses Problem behebt, sondern wir brauchen ganz viele kleine Stellschrauben. Und darum geht es jetzt, diese Stellschrauben zu identifizieren und auch den Mut zu haben, sie zu drehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Senatorin. Dann geht die erste Nachfrage an die Kollegin Kalatbari. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Was unternimmt denn die Senatsverwaltung für Bildung, wenn eine Schule? So, jetzt ist es wieder da. Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Senatorin, was unternimmt die Senatsverwaltung für Bildung, wenn eine Schule wirklich Gefahr läuft, die Stundentafel nicht abdecken zu können? Frau Senatorin, bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Frau Kalatbari, wie gesagt, gibt es in der Handreichung an die Schulen ein ganzes Portfolio an Maßnahmen. Ich möchte einige erwähnen. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, epochalen oder fächerübergreifenden, fächerverbindenden Unterricht zu schaffen. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, reversibel insgesamt 11 verschiedene Professionen unbesetzte Lehrerstellen umzuwandeln und damit den Schulen die Möglichkeit gegeben, sogenannte multiprofessionelle Teams sich selber zu bauen, je nach Schulstandort. Es gibt weiterhin die Möglichkeit, PKB-Kräfte, sogenannte Vertretungslehrer, einzustellen. Wir haben auch die Möglichkeit, Verwaltungsleiter, IT-Personal einzustellen, um Entlastung zu schaffen, um pädagogisches Personal wieder dem Unterricht zuzuführen. Und eine der letzten Maßnahmen ist, wie gesagt, maßvoll und nach Rücksprache temporär begrenzt mit der Schulaufsicht die Stundentafel zu reduzieren. Vielen Dank, Frau Senatorin. Dann geht die zweite Nachfolge an den Kollegen Krüger. Vielen Dank. Dann frage ich den Senat, sollen die Kürzungen bei den Pflichtstunden bei Unterversorgung mit Lehrkräften schulspezifisch erfolgen oder im Sinne einer Gleichbehandlung für alle in einem einheitlichen Verfahren für alle Schulen gleichermaßen? Frau Senatorin, bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, lieber Herr Krüger, wir haben knapp 800 öffentliche Schulen im Land Berlin und Sie wissen das, wir sprechen immer über die Vielfalt in unserem Land. Das macht sich natürlich auch an unseren Schulen bemerkbar. Deswegen wird es aus der Senatsverwaltung für Bildung keine Schablone, keine Blaupause für alle geben, sondern wie gesagt einen Instrumentenkasten, anhand dessen alle Schulen individuell entscheiden können. Deswegen auch
maßvoll, temporär und schulstandortspezifisch. An dieser Stelle, weil wir gerade bei Ihrer Fraktion eine kleine Anmerkung, Frau Kappek, Sie haben mich vorhin direkt angesprochen. Ich freue mich sehr, dass auch die grüne Fraktion jetzt die Vorliebe und die Unterstützung für die Schule Karl von Linné und damit für die Förderzentren entdeckt hat. Ich hoffe, dass wir da auch in Zukunft gemeinsam Hand in Hand arbeiten. Danke. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Matz jetzt die Gelegenheit zur Frage. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage den Senat, welche Pläne hat der Senat, um die Situation am Leopoldplatz zu verbessern? Frau Senatorin Spranger, bitte schön. Ja, herzlichen Dank, verehrte Frau Präsidentin, verehrter Herr Kollege Matz. Sie kennen mich, ich bin ja nun viel in der Stadt unterwegs und ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut, dass ich in der letzten Woche auf Einladung der Kollegin Maja Lasic gemeinsam mit anderen Einwohnerinnen, mit Bewohnerinnen, mit Gewerbetreibenden, mit entsprechenden Vereinen, die dort vor Ort sind, wirklich mir die Situation noch anzuschauen. Und wir haben gemeinsam natürlich darüber gesprochen, was kann man und was muss man dort an diesem Ort auch verändern. Wir haben natürlich schon über längere Zeit auch festgestellt, ich habe auch mit der Bürgermeisterin gestern gesprochen, Frau Remlinger, dass es sich dort beim Leopoldplatz natürlich um einen Platz handelt mit sozialen Brennpunkten. Das heißt also, dort passiert sehr, sehr viel, was sehr problematisch ist. Der offene Drogenkonsum ist dort zunehmend zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Wir haben abnehmende Rücksichtnahme der gegenüber anderen Nutzern des Parks. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir dort weiterführen, was sich eigentlich diejenigen, die vor Ort leben, auch wünschen. Wir haben vor Ort bereits den Tisch-Leopoldplatz. Wir haben auch die Praktikerrunde. Dort können Anwohnerinnen und Anwohner ihre Probleme vorstellen. Aber was wichtig ist, dass alle an einen Tisch kommen, nämlich diejenigen, die ganzheitlich darüber entscheiden sollen, was zukünftig dort passiert. Und dazu gehören dann natürlich die Gewerbetreibenden, dazu gehören die Vertreterinnen und Vertreter von Organisationen, von Gremien, Fixpunkt. Wir haben natürlich die BVG und die BSR dort mit dazu zu nehmen. Wir haben das praktisch alles gemeinsam an einem Tisch mit den Senatsverwaltungen zu machen. Die Senatsverwaltung natürlich für Gesundheit, für Soziales, das war ein Riesenwunsch dort auch vor Ort, denn die Bereitstellung von Angeboten der Obdachlosenhilfe beispielsweise sehr, sehr wichtig. Die Bereitstellung von Drogenkonsumräumen beziehungsweise auch von mobilen Drogenkonsumräumen wird sehr, sehr wichtig vor Ort sein. Und das haben Sie sich gewünscht, weil die Anwohnerinnen, die Gewerbetreibenden sind dort sehr, sehr aktiv. Und das finde ich sehr gut. Und deshalb habe ich auch gesagt, wir werden es ähnlich machen, wie wir das schon auch am Cottbusser Tor gemeinsam gemacht haben. Natürlich mit dem Bezirk. Der Bezirk ist sehr bereit dazu. Das heißt also, der Bezirk, das hat mir Frau Remlinger gestern auch gesagt, wird dort natürlich auch das Zusammenwirken mit begleiten und ist sehr interessiert daran. Denn auch Sie wollen eine Überarbeitung des Konzeptes. Und da ist es wichtig, alle an einen Tisch für ein gesamtheitliches Konzept. Und dazu war ich da und da bin ich Frau Lasic und den Abgeordneten dort vor Ort auch noch mal sehr dankbar, dass Sie mich dazu eingeladen haben. Vielen Dank, Frau Senatorin. Dann geht die erste Nachfrage an den Kollegen Matz. Bitte schön. Ja, schönen Dank. Mich würde noch interessieren, was die Rolle der Berliner Polizei am Leopoldplatz ist und wie die sich in Zukunft weiterentwickeln kann. Frau Senatorin Spranger, bitte schön. Ja, herzlichen Dank. Die Polizei ist natürlich mit sehr vielfältigen Maßnahmen auch schon vor Ort. Das haben mir sowohl die Bewohnerinnen und Bewohner, auch die Gewerbetreibenden berichtet, als auch die Bürgermeisterin. Die Polizeidirektion 1 ist
auch im Präventionsrat mit entsprechend vertreten als Ansprechpartnerin für Ortsbesichtigungen und natürlich auch für Gesprächsrunden mit den entsprechenden freien Trägern, die natürlich auch die Erfahrung der Polizei dort mit einfließen lassen müssen. Wir haben natürlich aktiv und beratend auch die Präventionsbereiche gemeinsam mit der Polizei vor Ort, die Fortentwicklung der örtlichen Gestaltung des Platzes wird alles sehr, sehr eng auch mit der Polizei bereits jetzt begleitet. Wir haben regelmäßig entsprechende Schwerpunkteinsätze zur Bekämpfung natürlich auch der Betäubungsmittelkriminalität. Wir haben eine mobile Wache, die sehr, sehr häufig dort auch direkt vor Ort steht. Wir haben im Jahr 2022 6.000 Einsatzkräfte Stunden vor Ort gehabt. Jetzt mittlerweile bis Ende August sind es bereits 8.000 Einsatzkräftestunden. Und wir haben ständig, und das war ja auch der Wille des Hohen Hauses, deshalb haben wir das ja auch eingerichtet, 2 Kontaktbereichsbeamte, die dort ständig auch Ansprechpartner sind. Weil das sind die Leute vor Ort, die auch tatsächlich dann mit denjenigen, die dort betroffen sind, natürlich auch ins Gespräch kommen. Und ich bedanke mich dafür bei den Anwohnerinnen und Anwohnern, dass sie mir das auch offen so entgegengebracht haben, als ich dort vor Ort war. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Senatorin. Und die zweite Nachfrage geht an den Kollegen Schulze. Bitte schön. Ja, danke schön. Selbst die Kontaktbereichsbeamten schätzen vor Ort ein, dass das Problem am Leopoldplatz nicht polizeilich zu lösen ist. Das haben Sie ja auch gerade berichtet. Morgen wird Ihr Sicherheitsgipfel stattfinden und das Thema Leopoldplatz auch im Mittelpunkt stehen. Da ist allerdings niemand aus dem sozialarbeiterischen Bereich eingeladen, sondern Polizei und Justiz. Deswegen meine Frage, was tut der Senat konkret, um den dringend benötigten Drogenkonsumraum und die entsprechenden Beratungsangebote am Leopoldplatz umzusetzen? Frau Senatorin Spranger, bitte schön. Ich habe es ja bereits gesagt, ich bin sehr froh, dass der regierende Bürgermeister und ich gemeinsam morgen mit den zuständigen Senatsverwaltungen, mit Polizei, Feuerwehr diesen Sicherheitsgipfel auch durchführen wird. Die beiden Bürgermeisterinnen sind auch mit dabei. Es geht ja nicht nur um den Leopoldplatz. Die Gesundheitssenatorin ist dabei. Das heißt also, Frau Badenberg ist dabei, die Justiz, jetzt habe ich sie alle aufgezählt. So, das heißt also, wir werden morgen gemeinschaftlich dort darüber reden, wie wir das auch mit Hilfe des Bezirkes machen können, weil der Bezirk und die Bezirke werden sich aus diesen Orten nicht zurückziehen können. Und so wie ich Frau Remlinger verstanden habe, will sie dort auch sehr klar mit uns natürlich gemeinsam zusammenarbeiten und ist sehr froh darüber, dass wir das jetzt morgen im Sicherheitsgipfel miteinander besprechen. Ich bin auch sehr gespannt, welche zusätzlichen Vorschläge heute beide Bürgermeisterin auch noch mal machen. Das wird natürlich morgen dann auch mit im Sicherheitsgipfel, wenn wir darüber sprechen, natürlich auch ein Thema sein. Da bin ich sehr gespannt, was für Anregungen auch aus den beiden Bezirken kommen. Aber Frau Remlinger, muss ich sagen, hat ein sehr, sehr angenehmes Gespräch mit mir geführt. Und wir sind uns da sehr einig, dass bestimmte Maßnahmen gesamtheitlich dort auch dann zu Erfolg führen werden. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Senatorin. Dann geht die nächste Frage an die Fraktion Bündnis 90 Grün und die Kollegin Schneider. Bitte schön. Vielen Dank. Der Senat hat das personalpolitische Entwicklungsprogramm ja vorgestellt und dort wird auch die Erhöhung der Besoldung als Maßnahme der Steigerung der Arbeitgeberattraktivität genannt. Welche Pläne haben Sie denn bezüglich der Vergütung für die Tarifbeschäftigten, damit keine Spaltung der Belegschaft besteht, weil es ja ansonsten nur um knapp ein Drittel der Belegschaft geht? Herr Senator Evers, bitte schön. Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Abgeordnete, vielen Dank für die Frage. In der Tat hat der Senat sich mit einem Personalentwicklungsprogramm beschäftigt, Personalentwicklungsprogramm 2030, um auch deutlich zu machen, was die Perspektive ist und auf welchen Trend wir reagieren. Ich muss, glaube ich, niemandem hier im Haus erläutern, vor welchen Herausforderungen der öffentliche Dienst, die Berliner Verwaltung, aber auch wir alle in der Stadt, auch unsere eigenen landeseigenen Unternehmen, die Berliner Wirtschaft, all diejenigen, mit denen wir um die besten Köpfe konkurrieren, stehen. Fachkräftemangel greift, glaube ich, zu kurz. Es geht um Arbeitskräftemangel.
Arbeitskräftemangel, den die demografische Entwicklung mit sich bringt und auf den wir uns strukturell einzustellen haben, aber auch indem wir die Attraktivität als Arbeitgeber steigern. Dazu gehören ganz unterschiedliche Bausteine. Einer davon ist, wie Sie richtig sagen, auch in der Besoldungs- und Vergütungsstruktur zu reagieren. Ihnen wird bewusst sein, auch das ist kein Geheimnis, dass wir auf der einen Seite die Beamtenbesoldung stehen haben und auf der anderen Seite die tarifrechtliche Vergütung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht verbeamtet sind. Und natürlich werden wir uns auf beiden Seiten damit zu beschäftigen haben. Und der Rahmen des Tarifrechts ist da durchaus ein anderer als der des Beamtenrechts, wie wir die attraktivsten Arbeitsbedingungen zu schaffen vermögen. Wir haben mit der Hauptstadtzulage ein in der TDL ja hoch umstrittenes Modell. Ein Modell, das dazu führt, dass wir übrigens in einigen Entgeltgruppen über der Bundesgrundvergütung liegen. Und wenn wir jetzt den Tarifvertrag des Bundes und der Kommunen zum Maßstab nehmen, den TVÖD, und dass in anderen Bereichen nach wie vor Unterschiede zu verzeichnen sind. Ich glaube, und dazu bin ich sehr intensiv im Gespräch, war gestern auch beim Vorsitzenden der TDL und greife auch sonst sehr regelmäßig zum Hörer und vereinbare Termine mit meinen Gesprächspartnern in der TDL, dass wir als Ballungsraum, dass wir auch als Hauptstadt in dieser besonderen Konkurrenzsituation innerhalb des Tarifrahmens der TDL flexiblere Lösungen brauchen, als sie bisher uns zugestanden sind. Mein Eindruck ist, dass die Wirklichkeit, dass der Arbeitskräftemangel, wie ich ihn beschrieben habe, auch zunehmend meine Kolleginnen und Kollegen in den übrigen Ländern unter Druck setzt, hier zu reagieren. Ich glaube, wir können uns gar nicht erlauben, den starren Rahmen des Tarifrechts in allen Aspekten so aufrechtzuerhalten, wie er uns bisher mit auf den Weg gegeben ist. Und ich nehme wahr, dass die Gesprächsbereitschaft hier auch sehr konstruktiv in unsere Richtung ist und dass man auch dankbar dafür ist, dass Berlin das Gespräch sucht und die Diskussion mit den Tarifpartnern darüber, wie es uns gelingen kann, auf die besonderen Erfordernisse, gerade in den Ballungsräumen, durch beispielsweise Zulagenmöglichkeiten, durch die Fragen der Eingruppierung so umzusetzen, dass es hier keine Schlechterstellung im Vergleich zu unseren Wettbewerbern auf Bundesebene und in anderen Kommunen gibt. Das sind sehr anstrengende Gespräche, das können Sie sich vorstellen. Das sind komplexe Verhandlungen, mit denen wir es dort zu tun haben. Aber das ist der Auftrag, der uns gegeben wird. Und in den stecke ich auch persönlich sehr viel Energie. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Senator. Dann geht die erste Nachfrage an die Kollegin Schneider. Bitte schön. Genau, Sie haben ja jetzt schon erwähnt, dass Sie da in intensiven Verhandlungs- oder Gesprächen sind mit den Partnerinnen. Wir sind ja als Land Berlin leider gerade auf Eis in der TDL. Was möchten Sie denn tun, auch mit Hinblick auf die Hauptstadtzulage, um den Verbleib in der TDL sicherzustellen? Herr Senator Evers, bitteschön. Vielen Dank. Natürlich ist es Ziel in diesen Gesprächen auch für Akzeptanz dafür zu werben, dass Berlin mit der Hauptstadtzulage auf eine besondere Wettbewerbssituation reagiert hat, die so nicht anderen Partnern in der TDL vergleichbar ist. Aber natürlich sind wir auch offen für Lösungen, die auf Ballungsräume insgesamt zugeschnitten sind, solange sie im Ergebnis dazu führen, dass auch unseren Bedürfnissen Rechnung getragen wird. Mein Eindruck ist, wie ich gesagt habe, dass wir nicht allein stehen in dieser Situation, sondern dass zunehmend die öffentlichen Arbeitgeber in anderen Ländern unter dem gleichen Druck stehen und merken, dass wir hier nicht nur auf der Ebene, ich sag mal, von Tarifanpassungen, sondern auch auf der Ebene tarifrechtlicher Instrumente und dazu gehören die Zulagen, neue Flexibilität zu schaffen, neuen Raum zu geben, damit es uns gelingt, auf die ja sehr unterschiedlichen Lebensverhältnisse, die gerade in den sehr unterschiedlichen Lebensräumen gegeben sind, auch angemessen zu reagieren. Ich glaube, das gehört zu einem modernen Arbeitgeber öffentlicher Dienst, nicht nur in Berlin, und in diese Richtung führen wir auch die Gespräche. Vielen Dank, Herr Senator. Dann geht die zweite Nachfrage an die Kollegin Klein. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Senator Evers, hier. vor allem im April, Mai diesen Jahres kokettierte die Fraktion und auch die Regierung die TDL womöglich auch als Lösung zu verlassen. Überlegen Sie das immer noch in Konsequenz, wenn Sie sich nicht durchsetzen können, den TVL so anzugleichen an den TVÖD, dass Sie die TDL verlassen, dass Berlin die TDL verlässt? Herr Senator Evers. Vielen herzlichen Dank. Dieses Ziel hat der Senat ausdrücklich nicht. Und ich glaube, auch damit stehen wir nicht allein. Ich bin ja in vielen Gesprächen auch mit Beschäftigtenvertretungen, mit Vertreterinnen und Vertretern der Gewerkschaften. Und ich habe bisher niemanden getroffen, der Wert darauf legen würde, dass das Land Berlin den Rahmen der TDL verlässt. Das wäre übrigens auch eine so komplexe Operation, dass einstweilen kein Problem damit gelöst würde, sondern eine ganze Reihe neuer Probleme geschaffen.
Selbst wenn wir sagen, wir verlassen die TDL, blieben wir einstweilen im Tarifrahmen, hätten aber gar keine Möglichkeit mehr, mitzuwirken auf dessen Ausgestaltung und einfach zu sagen, wir legen einen Schalter um und bewegen uns in den Rahmen des TVÖD. Ich glaube, die Vorstellung greift auch etwas kurz. Insofern setze ich darauf, dass wir innerhalb der TDL Lösungen finden für Probleme, die, wie ich beschrieben habe, eben nicht mehr nur Berlin hat in dieser Art und Weise, sondern die zunehmend aufgrund der demografischen Entwicklung auch andere Länder einholen. Und wenn man dort zu gemeinsamen Rückschlüssen kommt, sich dort gemeinsam mehr Spielraum gibt, der auch uns in Berlin erlaubt, unser Gesetzesziel zu erreichen, dann ist das sicherlich die entschieden beste Lösung. Vielen Dank, Herr Senator. Dann geht die nächste Frage an die Fraktion Die Linke und da die Kollegin Klein. Bitte schön. Ach, schon wieder. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Das von zwei Bezirksamtmitgliedern angerichtete Chaos rund um den modularen Ergänzungsbau an der Oberseeschule in Althohenschönhausen lässt viele Menschen schier verzweifeln. Und ich frage den Senat, was tut der Senat zur Aufklärung und Beruhigung der katastrophalen Lage der Eltern und Schülerinnen in Althohenschönhausen? Frau Senatorin Günther Wünsch, bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, zunächst lassen Sie erwähnt sein, dass dieses Thema in Bezirkshoheit liegt. Der Senat hat nicht die Entscheidungshoheit darüber, ob dieser modulare Ergänzungsbau dort errichtet wird oder nicht. Nichtsdestotrotz haben wir uns die Sachlage noch mal angeschaut, denn eins ist ganz wichtig bei diesem Thema, dass die eingeplanten Mittel nur jetzt noch zur Verfügung stehen, abgerufen werden. Es können auch keine zusätzlichen Mittel eingeplant werden. Das heißt, wenn wir über den modularen Ergänzungsbau in der Schulplanungsregion 2 sprechen, muss uns klar sein, dass es nur eine Verschiebung von Maßnahmen geben kann, keine zusätzlichen. Das von dem zuständigen Bezirksamt eingebrachte Vorschlag, einen Alternativstandort direkt in der Nähe der Oberseegrundschule zu wählen und den geplanten modularen Holzergänzungsbau auf einen anderen Standort innerhalb der Schulplanungsregion 2 zu verlagern, wo auch dringend Schulplätze benötigt werden, erschien zunächst plausibel und auch durchaus umsetzbar. Allerdings musste bei näherer Recherche und tieferer Planung festgestellt werden, dass bei dem zunächst angedachten Grundstück, wo der modulare Ergänzungsbau hin sollte, zeitnah kein Baurecht zur Verfügung stehen wird, sodass auch von Senatsseite aus dem Bezirk die Empfehlung zugegangen ist, an der Oberseegrundschule die geplanten über 200 Schulplätze zu bauen. Aber wie gesagt, nochmal, es liegt in der Zuständigkeit des Bezirks. Danke. Vielen Dank, Frau Senatorin. Dann geht die erste Nachfrage an die Kollegin Klein. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Senatorin. Dieses Chaos ist ja nun auch im Senat angekommen. Und wie bewertet denn der Senat das von der Schulstatthalterin Dr. Gorksch und Bezirksbürgermeister Schäfer angerichtete Chaos, was ja wirklich für sehr viel Wirbel gesorgt hat? Frau Senatorin, bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, es steht dem Senat nicht zu, etwas zu bewerten. Ich habe es gerade fachlich bewertet und habe ganz klar gesagt, die vom Bezirksamt vorgelegte Planung erschien durchaus plausibel. Sie hätte für die Schulplanungsregion 2 bedeutet, weitere über 200 Schulplätze. Das wäre auch finanziell über alternative Maßnahmen darstellbar gewesen. Jetzt die Empfehlung des Senats beruht lediglich darauf, dass die Baugenehmigung auf dem weiteren Grundstück so schnell nicht zur Verfügung steht, um die notwendigen Mittel auch noch abzuschöpfen, sodass es sich nicht um ein Chaos handelt, sondern tatsächlich um eine ursprünglich vernünftige Planung, um der Schulplanungsregion 2 weitere mehrere hundert Schulplätze zur Verfügung zu stehen, die ausschließlich an den Planungsvorgaben scheitern. Vielen Dank, Frau Senatorin. Dann geht die zweite Nachfrage an den Kollegen Schlüsselbuch. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Senatorin, inwiefern war denn der Senat, war Ihr Haus bei der Entscheidung der Bildungsstadträtin, den MEP nicht bauen zu wollen, ihn abzumelden, denn eingebunden? Es handelt sich ja schließlich um senatsfinanzierte Maßnahmen. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen genauer darstellen? Frau Senatorin Günther Wünsch, bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Schlüsselburg, nochmal.
Ausschließlich der Bezirk meldet den Bedarf an. Aufgrund angemeldeter Bedarfslage prüft der Senat ausschließlich die haushalterischen Mittel. Sie haben es ganz klar gesagt, die Umsetzung liegt im Bezirk. Der Senat stellt die Haushaltsmittel. Der von dem Bezirksamt vorgetragene Vorschlag, ich wiederhole mich da jetzt nochmal, schien durchaus plausibel unter der Maßgabe der Bedarfsanmeldung und der schnellstmöglichen Verfügbarmachung von zusätzlichen Schulplätzen. Es scheiterte jetzt letztendlich daran, dass wir keine Baugenehmigung für das weiter ausgewählte Baugrundstück kriegen können, um dort Schulplätze zu schaffen. Das dauert zu lange und kann in der aktuellen Haushaltsplanung dort nicht berücksichtigt werden. Vielen Dank, Frau Senatorin. Und dann geht die letzte Frage an die AfD und hier den Abgeordneten Verländer. Bitte schön. Hallo. Ja. Die damalige Vizepräsidentin des Bundesverfassungsschutzes und heutige Justizsenatorin Badenberg verlängerte nach einem Medienbericht seinerzeit wohl grob rechtswidrig Observationsmaßnahmen gegen das Umfeld des damaligen BSI-Chefs Schönbohm. Was wird der Senat zur Aufklärung dieser schwerwiegenden Vorwürfe und mutmaßlichen Verfehlungen der Senatorin unternehmen? Frau Senatorin. Frau Senatorin Badenberg, bitte schön. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, Sie sprechen einen Vorgang an, der aus meiner früheren Tätigkeit resultiert. Wie Sie wissen, ist das Bundesamt für Verfassungsschutz ein Nachrichtendienst und in der Regel sind die Vorgänge dort eingestuft. Und das betrifft auch diesen Fall so, dass ich Ihnen leider aus Sicherheitsgründen diesbezüglich keine Angaben machen kann. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Senatorin. Dann geht die erste Nachfrage an den Abgeordneten Verländer. Ja, sehr geehrte Frau Senatorin, ein hoher Beamter des BMI hielt die erlassenen Maßnahmen schon im Frühjahr für unverhältnismäßig. Und die zuständige Bundesinnenministerin Faeser habe total überzogen und mit Kanonen auf Spatzen schießen lassen. Wie beurteilt denn der Senat eine Justizsenatorin, die möglicherweise rechtswidrige Observationsmaßnahmen erlassen hat und kann sie dann weiterhin als Justizsenatorin wirklich für Recht und Gesetz einstehen? Herr Regierender Bürgermeister, bitte schön. Herr, freue mich, dass Sie da endlich sagen. Das ist ja schön. Kann nicht endlich sagen bei solchen Fragen, aber sei Ihnen gestattet. Ich will aber eine Sache sehr klar zu sagen. Die Justizsenatorin hat sachlich, fachlich alles dazu gesagt. Und ich würde Ihnen schlicht und ergreifend die Wege empfehlen, die unsere Verfassung vorsieht. Das Parlamentarische Kontrollgremium des Deutschen Bundestages, der Innenausschuss, dort sind die Themen zu beraten, nicht im Berliner Abgeordnetenhaus. Wir machen hier Landespolitik und nicht Bundespolitik. Vielen Dank, Herr Regierender Bürgermeister. Dann geht die zweite Nachfrage an den Kollegen Krüger. Bitte schön. Das war noch von der Frage davor. Anscheinend ist das nicht gelöscht worden. Dann geht die zweite Nachfrage an den Kollegen Schmidt von der CDU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Könnte es wohl sein, und das frage ich den Senat, ob die AfD beim Thema Verfassungsschutz grundsätzlich nervös ist, weil man ja viel tut, um im Fokus der Arbeit dieser Behörde zu stehen. Herr Regierender Bürgermeister, bitte schön. Ich habe hohes Vertrauen und Wertschätzung in die Arbeit des Verfassungsschutzes. Vielen Dank. Dann darf ich die Gelegenheit in aller Kürze nutzen und ehrenamtliche und hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Johanniter Berlin bei uns zu begrüßen und uns für ihren Einsatz zu bedanken. Die Runde nach der Stärke der Fraktionen ist damit beendet. Nun können wir die weiteren Meldungen im freien Zugriff berücksichtigen. Ich werde diese Runde mit einem Gongzeichen eröffnen. Schon mit dem Ertönen des Gongs haben Sie die Möglichkeit, sich durch Ihre Ruftaste anzumelden. Alle vorher eingegangenen Meldungen werden hier nicht erfasst und bleiben unberücksichtigt.
dass alle Fragestellerinnen und Fragesteller die Möglichkeit hatten, sich einzudrücken und stoppe die Anmeldung. Dann darf ich die Liste der Namen verlesen. Es beginnt der Kollege Wanzner, gefolgt von Herrn Ziller, Herrn Trefzer, Herrn Wallender, dem Kollegen Ronneburg, Herrn Otto, Herrn Ubelode und Herrn Hausstein. Dann starten wir mit dem Kollegen Wanzner. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage den Senat, welche Rückmeldungen hat der Senat von dem Polizeiabschnitt am Cottbuser Tor aus der Bevölkerung? Ist dieser Polizeiabschnitt von den Menschen dort angenommen worden? Oder ist es dazu gekommen, die Grüne und Linkspartei angekündigt haben, zu einer Ablehnung dieses Polizeiabschnitts? Frau Senatorin Spranger, bitte schön. Ja, herzlichen Dank für die Fragestellung, verehrte Frau Präsidentin, verehrter Herr Wanzner. Die Wache ist ja hier im Hohen Haus sehr, sehr oft besprochen worden. Sie ist sehr, sehr oft besprochen worden vor Ort. Es gab heftigen Widerstand, aber nicht etwa von denjenigen, die dort wohnen oder die dort arbeiten, sondern von anderen, die dort nicht wohnen und nicht dort arbeiten. Sie wissen, ich habe 10 Jahre Stadtentwicklung in diesem Hohen Hause mitverantwortet als entsprechende Sprecherin. Und ich war natürlich sehr, sehr viel auch am Cottbuser Tor unterwegs. Habe mir die Situation angeguckt, habe mir angeguckt, wie leben dort die Menschen, wie ist die Kriminalität vor Ort, wie ist die Situation der Gewerbetreibenden, wie ist die Situation der Spielplätze, des Lichts und so weiter. Und deshalb habe ich entschieden, schon im Übrigen in der alten Regierung, mit Unterstützung vieler Abgeordneter auch vor Ort, auch von Ihnen, dass wir dort die modernste, und das habe ich hier im Hohen Hause immer gesagt, die modernste Wache Deutschlands hinstellen. Und genau das ist erfolgt. Das heißt, wir haben nicht nur, dass wir dort vor Ort eine sehr hohe Zustimmung haben mittlerweile. Die Frauen, die sich dort, ich habe also viele Rückmeldungen, auch Mails, war ja auch selber noch mal, nicht nur bei der Eröffnung, auch danach vor Ort, habe mir das auch in der Unterhaltung, ich habe es ja auch vorhin am Leopoldplatz gesagt, ich gehe viel dann auch in die Orte direkt rein und unterhalte mich mit denjenigen, die dort vor Ort betroffen sind. Und es ist die allgemeine, ja, auch Aussage von denen, die wirklich dort leben und arbeiten. Sie fühlen sich jetzt sicher. Sie können dort in Ruhe wieder ihr Gewerbe, ihre Geschäfte in den entsprechenden Orten natürlich machen. Ich meine nicht die Kriminalität, sondern ich meine jetzt wirklich die Gewerbetreibenden. Nicht, dass das wieder falsch ankommt. Sondern die Gewerbetreibenden sind sehr, sehr zufrieden. Sie haben weniger Diebstahl. Wir haben über 30.000 Stunden mittlerweile, wo auch wirklich vor Ort dann die Menschen auch hinkommen können. Wir haben viele Touristinnen und Touristen, die dort in der Wache Auskunft haben wollen. Wir haben das Ordnungsamt im Übrigen auch vor Ort. Da würde ich mir noch mehr wünschen vom Bezirk, dass das Ordnungsamt wirklich auch jeden Tag dort mit ist, weil viele Fragen, die dort in der Wache ankommen, sind eben auch Fragen, die die Menschen direkt auch mit dem Ordnungsamt klären wollen. Deshalb haben wir ja auch zum Beispiel einen Arbeitsplatz dort eingerichtet. Also ich kann nur sagen, bei allem Widerstand, der von Einzelnen auch hier aus dem Haus gekommen ist, es ist eine Erfolgsgeschichte und es bleibt eine Erfolgsgeschichte. Und darüber bin ich sehr zufrieden, weil ich es wirklich dann auch durchgesetzt habe, gemeinsam mit vielen hier, weil ich habe auch das Geld vom Hohen Hause dafür bekommen. Bin da auch viel kritisiert worden, dass es zu hoch ist. Aber es hat sich gelohnt und wir werden auch da weiterhin, weil auch da gab es ja immer wieder Rückfragen, macht sie jetzt auch unter der neuen Regierung diesen runden Tisch, Cottbuser Tor weiter, selbstverständlich auch
das. Das wird nicht, weil auch da wird es ein gesamtheitliches Konzept brauchen, es wird selbstverständlich nicht aufgelöst, sondern der Tisch läuft natürlich weiter. Aber denjenigen, die das hier immer unterstützt haben, sind mit Sicherheit diejenigen, die dort wohnen, arbeiten und wirklich leben, sehr, sehr dankbar, dass das hier durchgesetzt worden ist. Und ich habe einen kleinen Teil dazu beigetragen. Und deshalb, Herr Wanzner, danke für die Frage. Vielen Dank, Frau Senatorin. Dann geht die erste Nachfrage an den Kollegen Wanzner. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Senatorin, für Ihre überaus positive Antwort. Ich wollte deshalb fragen nochmal, wir haben ja morgen die Sicherheitskonferenz. Würden Sie möglicherweise andenken, den Wunsch der Anwohner im und am Görlitzer Park nachzukommen und eine ähnliche Wache in diesen Bereich mit einzubringen? Denn das würde für die Menschen, die dort wohnen, genau die gleiche Erleichterung geben wie für die Menschen am Kottbusser Tor. Frau Senatorin Spranger, bitte schön. Was soll ich jetzt sagen? Der Finanzsenator sitzt neben mir. Sie sind der Haushaltsgesetzgeber. Entscheiden Sie. Vielen Dank, Frau Senatorin. Die zweite Nachfrage geht an die Kollegin Kapek. Geht es jetzt schon? Ja, danke. Ja, vielen Dank, Frau Senatorin. Ich bin übrigens eine von diesen Frauen, die dort selbst wohnt. Und ich kann Ihnen sagen, leider ist es tatsächlich noch nicht so sicher, wie wir uns alle wünschen würden und wofür wir uns gemeinsam einsetzen. Deshalb wäre meine Frage, ob Sie, also ich finde es gut, dass Sie gesagt haben, runder Tisch wird fortgesetzt. Und tatsächlich, ich habe mir die Kotti-Wache auch schon angeguckt, sie ist sehr modern, da träumen bestimmt andere Wachen von. Die Frage ist trotzdem, gehen Sie morgen auch mit Geld zu dem Sicherheitsgipfel? Sind Sie bereit, aus Ihrem Etat konkrete Maßnahmen zu finanzieren, die tatsächlich den derzeitigen Anstieg von Straftaten wieder senken würde? Frau Senatorin Spranger, bitte schön. Also wir haben ja, Sie haben jetzt ein bisschen was vermengt, wenn ich das mal, verehrte Frau Kapek, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sage, Frau Präsidentin. Also wir werden natürlich auch mit dem Bezirk gemeinsam dort weiterhin arbeiten müssen. Wir müssen mit der Wohnungsbaugesellschaft dort weiterhin arbeiten. Sie haben gesagt, dass sie sich immer noch nicht so sicher fühlen. Was wir natürlich machen müssen vor Ort, ist natürlich ein Lichtkonzept. Das betrifft aber das Kottbusser Tor. Und zwar der Durchgang beispielsweise, um dann zur Kita hinzukommen. Das ist immer noch nicht so, wie ich mir das persönlich auch vorstellen würde, wie sich das bestimmt auch diejenigen, die dort leben, vorstellen. Das müssen wir gemeinsam noch stemmen. Das ist dann aber auch die Wohnungsbaugesellschaft, weil die ist dort. Wir werden natürlich auch mit der Gesundheitssenatorin zusammen und mit der Sozialsenatorin zusammen natürlich uns auch angucken müssen. Müssen wir dort, da ist ja Fixpunkt, müssen wir dort eventuell noch mal auch die entsprechenden Öffnungszeiten verändern. Wir haben sie ja schon verändert, was im Übrigen erst durch die Gesundheitssenatorin, die jetzt dort sitzt, nämlich Frau Ciborra, gemacht worden ist. Also insofern werden wir morgen selbstverständlich über das Gesamtkonzept auch öffentlicher Raum zu sprechen haben. Und da wird natürlich auch die Gesamtheit des Görlitzer Parks mit dem Kottbusser Tor, das wird dann natürlich auch mit entsprechend besprochen, und dann werden wir entscheiden, wo wir entsprechend Geld noch hernehmen sollten. Aber ich muss immer sagen, auch der Bezirk, nur eine Toilette in der Mitte, die man nicht mehr benutzen kann nach 5 Jahren, ist ein bisschen wenig. Vielen Dank, Frau Senatorin. Die zweite Frage geht an den Kollegen Ziller. Bitte schön. Vielen Dank. Ich frage den Senat, wie ist der aktuelle Kenntnisstand des Senats zum Verlust von Dateien durch die Berliner E-Akte und in welchem Umfang sind dabei persönliche oder personenbezogene Daten betroffen? Herr Regierender Bürgermeister, bitte schön. Frau Präsidentin, Herr Kollege Ziller,
Ja, in der Tat. Ich muss und oder kann und muss es leider bestätigen, dass wir bei der E-Akte Kenntnis von Datenverlusten haben. Zur Zeitfolge am 24. August haben wir davon Kenntnis bekommen von der Landesbevollmächtigten für Informationssicherheit, dass es diesen behördlichen Sicherheitsvorfall gab. Hier sind unterschiedliche Daten oder Fehlen von Daten im IKT-Basisdienst wurde im Bereich der digitalen Akte gemeldet. Am 25. August haben wir dann Maßnahmen eingeleitet nach ordentlicher Prüfung. Es sind, wie gesagt, Fehler im IKT-Basisdienst digitale Akte aufgetreten. Es gibt auch den Verlust von Daten. Das Gute ist, es sind keine Daten abgeflossen. Das ist das Gute. Das Ärgerliche, es gibt diesen Verlust. Wir sind daran dabei, gerade zu versuchen, diese Daten zu rekonstruieren, sie wieder zu holen. Da sind wir dabei. Da kann ich leider heute noch nichts versprechen. Das Wichtige aber, und das will ich wirklich sehr gerne auch den Berlinerinnen und Berlinern sagen, nach allen Informationen, die aus heutiger Sicht vorliegen, die uns heute bekannt sind, handelt es sich bei diesem Vorfall um einen technischen Fehler in der digitalen Akte und nicht, und ich glaube, das ist wirklich wichtig, es handelt sich nicht um einen Hackerangriff oder Ähnliches. Es ist ein technischer Fehler, der ist ärgerlich, es sind Daten abgeflossen, ja, wir sind dabei zu prüfen, welche Daten es sind, sie wiederherzustellen, aber das Wichtigste ist, wir müssen alles dran setzen, dass solche Fehler in Zukunft nicht mehr passieren. Vielen Dank, Herr Regierender Bürgermeister. Dann geht die erste Nachfrage an den Kollegen Ziller. Bitte schön. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, ein Hackerangriff oder ein unfähiger Dienstleister für die E-Akte. Aber deswegen meine Frage, haben Sie in den letzten dann ein, zwei Wochen durch die Gespräche mit dem Anbieter Vertrauen gewonnen, dass der Anbieter in der Lage ist, die E-Akte für so ein Land wie Berlin tatsächlich zu stemmen? Oder sind da eher Ihre Zweifel gewachsen? Herr Regierender Bürgermeister. Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, naja, um es vorweg zu sagen, je länger man sich mit den Tiefen der E-Akte beschäftigt, desto größer werden die Herausforderungen, diese E-Akte wirklich zum Funktionieren zu bringen. Und wir sind, haben vieles jetzt geprüft. Wir haben den Anbieter aufgefordert, Stellungnahmen zu beziehen. Wir haben festgestellt, dass viele Komponenten, die damals angeboten wurden, immer noch nicht abgeliefert wurden. Wir stellen fest, dass die E-Akte in vielen Bereichen weiterhin fehlerhaft ist. Und wir haben den Anbieter aufgefordert, schriftlich Stellung zu beziehen. Erstens, wie er die fehlenden Komponenten, die noch nicht am Laufen sind, schnellstmöglich zur Verfügung stellen kann. Wir haben den Anbieter auch aufgefordert, zu sagen, in welchem Zeitraum er dafür sorgen wird, dass die fehlerhafte E-Akte wirklich funktioniert. Und wir haben den Anbieter aufgefordert, einen Zeitplan zu erstellen, bis wann wir damit rechnen können, dass die E-Akte wirklich funktioniert. Mit der aktuellen Lage sehen wir uns nicht imstande, die E-Akte abzunehmen. Das kann ich den Berlinerinnen und Berlinern nicht zumuten, das kann ich dem Abgeordnetenhaus nicht zumuten, aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Berliner Verwaltung. Aber ich sage auch in aller Deutlichkeit, wir haben das klare Ziel, dass die E-Akte funktioniert. Aber auch nur, wenn sie funktioniert, meine Damen und Herren. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Vielen Dank, Herr Regierender Bürgermeister. Dann geht die zweite Frage an die Kollegin Ehrert. Bitte schön. An wen? Ehrert. Du hast gedrückt? Nee, ich hatte vorhin gedrückt. Ach so. Bei Kottiwache habe ich gedrückt. Okay, wir kämpfen hier heute offenbar mal wieder mit der Technik. Dann geht die zweite Nachfrage an den Kollegen Schulze. Bitte schön. Ja, danke schön, Herr Regierender Bürgermeister. Ich würde die Nachfrage stellen, bis wann haben Sie sich denn selber die Frist gesetzt, wann Sie entscheiden, ob Sie mit diesem Anbieter weiterarbeiten oder nicht? Also wann wollen Sie endgültig entscheiden, ob das klappt oder ob es nicht klappt? Herr Regierender Bürgermeister, bitte schön.
Also der Dienstleister hat unseren Brief, unseren Fragenkatalog fristgerecht beantwortet. Wir sind gerade am Prüfen, wie realistisch die Zeiträume sind. Weil nochmal, es geht um die Realisierbarkeit. Ich will, dass es funktioniert und wir wollen das in diesem Jahr abschließen. Vielen Dank. Dann geht die nächste Frage an den Abgeordneten Trefzer. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich wollte noch mal nachfragen zu den Änderungen an der Spitze der Berlinale und zur Nichtverlängerung des Vertrages des künstlerischen Leiters Carlo Chatrian. Da hatte ja die Bundeskulturstaatsministerin eine Menge Prügel bezogen, Herr Cialo. Aber es ist ja durchaus so, dass in der KBB, im Aufsichtsrat der KBB, auch 4 Vertreter des Senats diese Entscheidung mitgetragen haben. Deswegen noch mal meine Frage in dieser Richtung. Wie lief denn da die Abstimmung mit der Bundeskulturstaatsministerin und warum hat sich Berlin dazu entschieden, Herrn Chatrian die Wüste zu schicken? Herr Regionalbürgermeister, bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Abgeordneter, lassen Sie mich Ihre Frage nutzen, um den beiden Intendanten einmal ganz herzlich Danke zu sagen. Ich glaube, dass die beiden... Ich glaube, dass die beiden einen wirklich hervorragenden Job gemacht haben. Es war nicht einfach. 2 Jahre Pandemie. Trotzdem die Berlinale durch diese Pandemie auch zu führen, die Berlinale zu erhalten. Und ich finde, wir haben im letzten Jahr einen richtig guten Neustart der Berlinale gehabt. Und von daher gilt den beiden Intendanten ein herzliches Dankeschön. Und ich freue mich auch auf die Berlinale im Jahr 2024, die ja jetzt schon in Vorbereitung sind. Sie wissen, dass wir gemeinsam hier mit dem Bund auch agieren, wie die Zukunftsfähigkeit der Berlinale zu gestalten ist. Ich kann durchaus nachvollziehen den Wunsch der Kulturstaatsministerin, dass man versucht, eine neue Struktur reinzubringen, die Verantwortung wieder in eine Person zu legen mit einem starken Team. Ich kann Ihnen aber sagen, und das will ich noch mal tun mit dem herzlichen Dank an die beiden jetzigen Intendanten, dass wir im Austausch, dass ich im Austausch bin mit der Kulturstaatsministerin und wir werden uns, wenn ich meinen Terminkalender richtig im Kopf habe, im Oktober noch treffen, um die Zukunftsfähigkeit der Berlinale sicherzustellen. Die Berlinale ist ein A-Event, sage ich mal, ein Top-Event in der Filmszene. Sie strahlt weit über die Grenzen Berlins und Deutschlands. Und es ist gut, dass die Berlinale hier in Berlin ist. Und das werden wir gemeinsam mit der Kulturstaatsministerin auch weiter erörtern. Vielen Dank, Herr Regierender Bürgermeister. Dann geht die erste Nachfrage an den Abgeordneten Trefzer. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Regierender Bürgermeister. Jetzt gibt es ja dieses Protestschreiben von über 200 weltweit renommierten Regisseuren, in denen massive Vorwürfe gegen Frau Roth erhoben werden. Da heißt es unter anderem, wir protestieren gegen das schändliche, unprofessionelle und unmoralische Verhalten von Staatsministerin Claudia Roth, die den geschätzten Leiter zum Rückzug zwingt. Ich habe jetzt aus Ihren Worten herausgehört, Herr Wegner, dass es da vielleicht doch noch einen Weg zurück gibt. Wie stehen Sie zu dieser Stellungnahme und besteht die Möglichkeit, dass es doch noch mal eine Verlängerung für Herrn Chatrian gibt? Ich darf, bevor der Regierende Bürgermeister antwortet, noch mal darauf hinweisen, dass die Fragen kurz zu formulieren sind, ohne Eingangsmonolog. Bitte schön, Herr Regierender Bürgermeister. Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, ich kenne dieses Schreiben nicht, auch nicht die Vorwürfe. Ich kann Ihnen sagen, ich werde mit der Kulturstaatsministerin über die Berlinale sprechen. Ich glaube, wir haben beide gemeinsam das Ziel, nicht nur die Kulturstaatsministerin, sondern auch der gesamte Berliner Senat, dass die Berlinale weiterhin eine starke Berlinale ist, die mithalten kann mit den ganz großen Filmfestivals. Das wollen wir, das werden wir sicherstellen. Und diese Fragen, die dort in diesem Schreiben auftauchen, welches ich nicht kenne, auch hier gilt, das sollten Sie dann im Kulturausschuss des Bundestages nachfragen lassen. Vielen Dank. Dann geht die zweite Nachfrage an den Abgeordneten Gläser. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Regierender Bürgermeister. Ich würde gerne wissen, warum befürworten Sie denn jetzt diese Umstrukturierung bei der Berlinale? Sie haben uns eben wissen lassen, dass Sie den Wunsch der Staatsministerin nachvollziehen können, aber nicht gesagt, was denn eigentlich falsch ist an dem Herrn Chatrian und warum der ausgewechselt werden muss und warum diese neue Strukturierung notwendig ist. Herr Regierender Bürgermeister.
Also die Neustrukturierung ist ja auch möglich, weil einer altersbedingt ja auch wohl den Wechsel direkt sucht. Die weitere Neustrukturierung machen wir gemeinsam mit der Kulturstaatsministerin. Ich kann Ihnen nur noch einmal sagen, ich glaube, es spricht viel dafür, das wieder stärker zu fokussieren auf eine starke Spitze mit einem starken Team. Und ich kann nur noch mal sagen, ich bin hier in Gespräch mit der Kulturstaatsministerin und diese Gespräche werden noch im Oktober stattfinden. Und dann werde ich Ihnen gerne berichten, wie diese Gespräche laufen. Aber seien Sie sicher, die Berlinale wird weiter bunt, vielfältig und großartig für diese Stadt sein, auch wenn es Ihnen nicht gefällt. Aber das werden wir sicherstellen. Vielen Dank. Dann geht die nächste Frage an den Abgeordneten Verländer. Bitte schön. Kleinen Moment, kommt gleich. Ja, nach einem Bericht der BZ hat der Landesvorstand der SPD eine Resolution verabschiedet, nach der auch Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber sowie Rückführungsabkommen mit Herkunftsländern abgelehnt werden. Meine Frage lautet an den Senat: Inwieweit entspricht diese Ablehnung der Position des Senats und der Auffassung des Senats? Frau Senatorin Spranger, bitteschön. Ja, verehrter Herr Präsident, ja, das passiert dann manchmal. Verehrter Herr Abgeordneter, ich habe mir jetzt eben noch mal den BZ-Artikel durchgelesen. Und in diesem heutigen Beitrag der BZ wird, und das haben Sie ja gerade zitiert, der Beschluss des SPD-Landesvorstands, und das muss ich ganz deutlich sagen, falsch wiedergegeben. Ich schätze die Kolleginnen und Kollegen bei der BZ, die schreiben sehr, aber hier muss ich wirklich sagen, das ist falsch wiedergegeben. Die SPD Berlin ist weder für, und darauf spekulieren Sie ja, für illegale Einwanderung, noch hat sie offene Grenzen gefordert. Die SPD Berlin hat beschlossen, dass es eine echte Verteilung der Flüchtlinge in der EU und eine rechtsstaatliche Einzelfallprüfung bei Grenzverfahren geben muss. Das heißt also, das haben Sie jetzt wieder anders interpretiert wahrscheinlich. Falsch ist die Behauptung, dass die SPD-Spitze Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern ablehnt. Davon steht nichts in dem Beschluss. Ich habe mir den extra noch mal jetzt hier rangeholt. Und es ist auch nicht die Haltung der SPD. Richtig ist, dass wir Menschen in Not nicht im Mittelmeer ertrinken lassen. Deshalb ist eine Seenotrettung notwendig. Der Beschluss richtet sich, und das müssten Sie dann demzufolge gelesen haben, an die Bundesregierung und natürlich an das Europäische Parlament beim Asylrecht, Mindeststandards der Humanität einzuhalten. Und das finde ich auch richtig. Dankeschön. Herr Abgeordneter, wünschen Sie eine Nachfrage? Ja, also vielen Dank, Frau Senatorin, für diese klarstellenden Worte. Ist es also zutreffend, dass der Senat weiterhin auch vollziehbar ausreisepflichtigen Asylbewerbern, sofern keine Abschiebehindernisse dem entgegenstehen, dann auch der Abschiebung zuführen wird? Frau Senatorin, bitte. Selbstverständlich, das habe auch ich hier im Hohen Haus als Innensenatorin immer gesagt und das wird auch weiter so erfolgen und das ist auch die Meinung des Senats. Dankeschön. Die zweite Nachfrage wäre für die Kollegin Ehrhardt aus der Linksfraktion möglich. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Geehrte Frau Spranger, geehrter Senat, wie wird sich denn Berlin dazu verhalten, Moldau und Georgien als sicheres Herkunftsland einzustufen, wenn wir bedenken, dass Deutschland eine historische Verantwortung gegenüber Roma hat, die vor allem dahin abgeschoben werden und in Anbetracht der Diskriminierung, die Roma-Menschen in Moldau erfahren? Frau Senatorin Spranger, bitte schön. Auch dazu habe ich mehrfach schon hier im Parlament gesprochen
Und das, was Sie jetzt ansprechen, ist Bundesrecht. Und das entscheidet auch der Bund. Und insofern, wenn dort entschieden wird, dass das sichere Herkunftsstaaten sind, dann hat sich das Land Berlin selbstverständlich auch daran zu halten. Herzlichen Dank, Frau Senatorin. Die nächste Frage geht an den Kollegen Ronneburg, wenn ich das richtig sehe. Ja, alles klar. An den Kollegen Ronneburg, bitteschön. Vielen Dank, Herr Präsident. Ja, ich stelle die Frage an den Senat. Ende September wird der VBB-Aufsichtsrat tagen und wird auch dort über die Weiterentwicklung des VBB-Tarifsystems nicht nur diskutieren, sondern nach unserer Erkenntnis ja auch Beschlüsse fassen. Der Senat hat das Vorhaben, das 29-Euro-Ticket in Berlin wieder einzuführen. Wir fragen den Senat, mit welchem Modell für ein 29-Euro-Ticket er in die Verhandlungen mit dem VBB eintreten wird. Dann bitte ich Frau Senatorin Schreiner um die Beantwortung. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. In den Richtlinien der Regierungspolitik haben wir ein 29-Euro-Ticket für alle vereinbart und ein 9-Euro-Ticket als Sozialticket festgeschrieben. Die Tickets sollen unter dem Dach des VBB geeint werden, organisiert und möglich werden. Die Verfahrensweise ist so, dass der VBB-Aufsichtsrat Ende des Monats tagen wird und wir dann die Ergebnisse, die dort entschieden werden, natürlich auch in unsere Beratung für die Senatsbesprechung aufnehmen werden. Deswegen möchte ich dem nicht vorweggreifen, sondern der VBB soll dort auch erst sich aussprechen, soll eine Entscheidung vorlegen und dann werden wir ins weitere Verfahren gehen. Herzlichen Dank, Frau Senatorin. Herr Abgeordneter, möchten Sie nachfragen? Ja, bedingt. Also verstehe ich Sie dann richtig, dass Sie jetzt in dieser Sitzung sich nur austauschen werden und erst danach eine Entscheidung treffen werden? Und ich frage nochmal danach, nach der Frage, eine Einigung mit Brandenburg kann vieles bedeuten. Wird es ein gemeinsames Vorhaben sein oder wird es nur unter der zähneknirschenden Zustimmung des Landes Brandenburg stattfinden? Das sind ja unterschiedliche Dinge. Das waren zwei Fragen, Herr Kollege. Frau Senatorin, Sie dürfen sich eine zur Beantwortung aussuchen. Vielen Dank. Der VBB-Aufsichtsrat ist ja ein Gremium, dessen Diskussion wir auch nicht negieren wollen, sondern wenn wir im Koalitionsvertrag festschreiben, wir wollen das Ganze unter dem Dach des VBB machen, dann gehört es sich, dass man die Entscheidung des VBB auch abwartet. Und insofern kann ich nur sagen, um dem auch nicht vorwegzugreifen, natürlich sind verschiedene Optionen auf dem Tisch, die werden dort auch diskutiert und genau so werden wir das dann auch hinterher in unsere Beratung aufnehmen. Vielen Dank. Die Gelegenheit zur zweiten Nachfrage geht an die Kollegin Kapek aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Dann frage ich den Senat. Wenn Sie mit diesen verschiedenen Optionen in die Gespräche gehen, was hat denn für Sie am Ende Priorität? Der Erhalt Berlins als Mitglied im VBB oder das Modell 29 Euro-Ticket? Mit anderen Worten, würden Sie im schlimmsten Fall riskieren, dass Berlin die Mitgliedschaft im VBB verliert, um das 29-Euro-Ticket auch als Einzellösung durchzusetzen? Bitte sehr, Frau Senatorin. Vielen Dank für die Nachfrage. Selbstverständlich wollen wir beide Ziele nicht gegeneinander ausspielen, sondern wir wollen beide Ziele erreichen. Das ist unser Bestreben und da werden wir die Diskussion abwarten und zu unserer Entscheidungsgrundlage mitbeziehen. Keine Antwort. Vielen Dank. Und dann die Gelegenheit zur sicherlich letzten Frage heute. Die geht an den Kollegen Otto für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ich frage zu dem Thema Galerie Lafayette. Und zwar ist die Frage, das ist ja jetzt eine Idee, die der Kultursenator veröffentlicht hat, welche haushaltsmäßigen Voraussetzungen im kommenden Doppelhaushalt beabsichtigen Sie denn unterzubringen, damit dieses Vorhaben auch verwirklicht werden kann? Das beantwortet der Kultursenator. Bitte sehr, Herr Cialo. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Abgeordneter, es ist richtig, dass wir
in der Senatsverwaltung vor geraumer Zeit diese Idee präsentiert bekommen haben, um ein Problem, das Berlin seit mehr als 100 Jahren umtreibt, möglicherweise innerhalb einer kürzesten Zeit zu lösen. Wir haben uns natürlich auch in der Senatsverwaltung Gedanken darüber gemacht, wie wir das umsetzen können in dieser sehr angespannten finanziellen Lage. Aber wir haben uns auch entschlossen, diese Jahrhundertchance im Kulturausschuss unterzubringen. Jetzt haben Sie einen ganz interessanten Punkt angesprochen, das ist nämlich die fiskalische Seite. Und man konnte den Medien entnehmen, dass draußen Zahlen zu lesen waren, die nicht den tatsächlichen Ausgangssituationen entsprechen. Deshalb sind wir gerade dabei, einen Prozess aufzugleisen, um tatsächlich die Zahl auf den Tisch zu bekommen, die wir bereit sind zu bezahlen. Und damit werde ich am 25. September in den Kulturausschuss reingehen und das mit den Abgeordneten dort besprechen. Und dann im Anschluss daran werden Sie sicherlich auch davon erfahren. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Senator. Herr Kollege Otto, möchten Sie nachfragen? Ja. Herr Senator, danke für die Antwort. Wie bewerten Sie denn die Einschätzung, dass diese Äußerung, Bewerbung des Landes Berlin letztendlich nur dazu führt, dass der derzeitige Eigentümer und Vermieter eine bessere Position in dem Poker um die weitere Nutzung erhält? Herr Senator, bitte schön. Herr Präsident, sehr geehrter Herr Abgeordneter, auch vielen Dank für die Nachfrage. Wissen Sie, als der Eigentümer zu mir in die Senatsverwaltung gekommen ist, da haben wir uns von der Senatsverwaltung versichert, dass er A, mandatiert ist, mit uns darüber zu sprechen. Und das hat er uns zugesichert. Er hat gesagt, dass bis Ende 2024 der aktuelle Eigentümer ausziehen wird. Und wir haben uns auch die Zusage geben lassen, dass wir nicht in ein Bidding War, wie man so schön sagt, einsteigen, um sozusagen den Marktpreis nach oben zu drücken für den Investor. Wir sind bislang die Einzigen, mit denen er spricht. Und auf der anderen Seite, so hat er uns versichert, ist völlig klar, dass die Galerie Lafayette Ende kommenden Jahres dort ausziehen wird. Mir persönlich tut es leid, dass es über diesen Wege öffentlich geworden ist. Aber die Verantwortung für die Kommunikation mit der Galerie Lafayette liegt natürlich beim Investor. Und das war auch immer schon so klar. Dankeschön. Vielen Dank. Für die zweite Nachfrage hat sich der Kollege Dr. Junke von der CDU-Fraktion am schnellsten eingedrückt. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Senator, mich würde interessieren, welche Reaktionen aus der Stadtgesellschaft Sie erreicht haben, nachdem Sie diesen Vorstoß zum Thema LZB, ZLB in der Galerie Lafayette gemacht haben. Herr Senator, bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Abgeordneter, meine lieben Gäste. Als dieser Vorschlag letzte Woche an die Öffentlichkeit gegangen ist, da habe ich schon gemerkt, dass es für eine unglaublich große Welle in dieser Stadt gekommen ist. Es wurde viel darüber berichtet, in die eine und auch in die andere Richtung. Es wurde kritisch hin und her abgewogen, aber die tatsächliche Reaktion, die ich auch vor Ort gespürt habe, wir haben ja den Anbau in Kreuzberg letzten Sonntag eröffnet, war gigantisch. Man spricht von einer Jahrhundertchance. Der Chef der ZLB, Volker Heller, brennt geradezu darauf, diesen Standort für sich und für seine ZLB beziehen zu können. Und die Menschen in der Stadt, das gab auch eine Umfrage beim Tagesspiegel, die Menschen in der Stadt, denen wir uns ja natürlich hier auch verpflichtet sind, sind mehrheitlich absolut dafür. Und sie haben begriffen, dass dieses Projekt die Chance hat, in einem begrenzten Zeitraum, wir sprechen drittes Quartal 2026 zum einen, was natürlich auch die Kosten deckeln würde, und zum anderen auch einen Bereich hier in Berlin, nämlich in der Friedrichstraße, dort,
wo wir alle erleben können, wie alles verödet, wieder eine Belebung reinzubringen, wieder einen niederschwelligen Eintritt für die Gesamtbevölkerung Berlins in einem Vorzeigeobjekt zu installieren. Und deshalb hoffe ich, dass wir alles dafür tun, um das positive Bild, was die Menschen damit verbinden und die Hoffnung, die damit einhergeht, dass wir das nutzen, um den Menschen auch etwas zurückzugeben, was ihnen wirklich neben den vielen Problemen, die wir hier diskutieren, innerhalb kürzester Zeit die Hoffnung zurückgibt und wir auch beweisen, dass wir Großprojekte, die auch nachhaltig sind, innerhalb von knapp 3 Jahren umsetzen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Senator. Die Fragestunde ist damit für heute beendet.